Der neue Vierzylinder-Dieselmotor von Mercedes-Benz leistet je nach Motorvariante bis zu 150 kW, 204 PS. Maximales Drehmoment bis zu 500 Newtonmeter. Der Verbrauch liegt zwischen 5,1 und 5,4 Liter pro 100 Kilometer. CO2-Emission 136 bzw. 143 Gramm pro Kilometer. Bestmarkensegment. Das neue Aggregat verfügt über ein deutlich höheres Ladedruckpotenzial im gesamten Kennfeld. Der Ladedruckaufbau erfolgt erheblich schneller als bei einer konventionellen Aufladung. Die kompakte Aufladegruppe besteht aus einem großen Turbolader der Niederdruckstufe und einem kleinen Turbolader der Hochdruckstufe. Zum schnellen Ansprechen treibt das Abgas ausschließlich den kleinen reaktionsschnellen Lader an. Er presst die Verbrennungsluft bereits bei niedrigen Drehzahlen mit hohem Druck in die Brennräume. Das Resultat? Exzellentes Anfahrverhalten. Bei steigenden Lasten und Drehzahlen strömt ein zunehmender Anteil des Abgases in den großen Lader, übergangslos und optimiert für ein harmonisches Fahrverhalten auch im mittleren Last- und Drehzahlbereich. Bei hohen Lasten schließlich sorgt der große Turbolader alleine für hohen Ladedruck und große Luftmassenströme. Hohe Leistung und hohes Drehmoment für überzeugende Agilität und Dynamik. 2000 Bar Raildrucker. Die Common Rail Direkteinspritzung der vierten Generation ist eine wesentliche Voraussetzung für die überragenden Leistungs- und Drehmomentwerte des neuen Vierzylinder-Dieselmotors. Die komplett leckagefreien BEZO-Injektoren wurden weiterentwickelt und ermöglichen jetzt ein noch höheres Einspritzvolumen. Das Einspritztiming wurde hinsichtlich Flexibilität, Geschwindigkeit und noch feinerer Dosierung optimiert. Der hinten liegende Nockenwellenantrieb garantiert beim Linksanbau des Motors die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich des Fußgängerschutzes. Auch sind die Schwingungsanregungen an Kurbelwellen und Nockenwellenantrieb bei dieser Einbaulage deutlich geringer. Ein Grund mehr für den außerordentlich ruhigen Motorlauf. Die neu entwickelte Ventilsteuerung vermindert die Reibung der 16 Ein- und Auslassventile. Die reibungsarmen in Wälzlagern laufenden Lenkkästen-Ausgleichswellen kompensieren zuverlässig die motorprinzipbedingten freien Schwingungskräfte. Das Räderwerk mit seinem sehr kurzen Kettenantrieb wurde besonders hinsichtlich der Geräuschreduktion durch aufwendige Detaillösungen optimiert.